Hallo und herzlich willkommen zurück bei Song of Horror. Wir sind jetzt im Traum der Psychologin, die im Haus der Ansbergs schläft. Gell, Ansberg heißen die? Ich glaube Ansberg, ja. Ansberg? Amberg. Ams. Egal, ich habe Angst. Ich kann nichts erkennen. Ich sehe nichts außer Dunkelheit. Der Spiegel macht mir so. Immer an die Tür oder in die Finale. Da will ich nicht hin. Doch. Ich kann nicht durch diese Tür gehen. Ach nee. Gott sei Dank. Ey. Der Phonograph stoppte. Bin ich schwach? Okay. Oh, natürlich kann man da rausgehen. Hörst du was? Warte mal, bevor wir es da durchgehen, würde ich ganz gerne. Die ein Zemd schreiben. Und das auch, ja. Hopp, jetzt schaff dich durch. Hä? Du bist jetzt bei deinem Haus. Siehst du das im Spiegel? Ja, da hängt er da. Das ist die Farbe. Oder der Vater von ihr. Hat er sich aufgehungen? Ich weiß will es nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen. Oh doch, komm, ich will es wissen. Argos Legrand. Der hat schon hängt. Mhm. Stimmt, der hat es sei. Das weiß ich doch nicht. Lesen. Es ist hier. Ich habe es wieder gespürt. Das passiert manchmal, aber immer nur nachts. Wenn ich die Lichter ausmache, spüre ich es. Kaum wahrnehmbar. Kaum weiter, als meine Augen sehen können. Wenn ich meine Augen schließe, beobachte es mich mit Augen, die keine Augen sind. Irgendwo zwischen Wachsein und Schlaf. Meine Träume sind seltsam und mein Schlaf ist unruhig. Wenn ich aufwache, erinnere ich mich daran, etwas in der Ferne gesehen zu haben, durch ein Fenster, das ich kaum erkennen kann. Oder in einer flüchtigen Reflexion auf der hellen Oberfläche des Flusses, während ich Arm in Arm mit meiner Verlobten spazieren gehe, verloren im Schlamm des großen Krieges. An anderen Tagen träume ich, dass mich eine Menschenmenge beobachtet und dieses Ding da ist, unter ihnen, zwischen ihren grauen, ausdruckslosen Gesichtern. Sobald ich bemerke, dass es da ist, bin ich nicht mehr in der Lage, es zu finden. Will ich das wirklich? Will ich es finden? Was bedeutet das alles? Gottes Willen. Das ist ein Kopf. Ich geh mal Bilder gucken. Das bin ich? Was mache ich in einem Gemälde? Oh Gott. Das ist echt eklig. Dann gibt es keinen Zweifel. Das bin ich. Du musst aufhören, irgendwie. Ja, wie? Wake up. Baby, wake up. Gott, komm von Freddy Krüger. Nein. Kann man da irgendwas gucken? Es geht noch weiter. Mensch. Nicht, oder? Musst du durch. Tot. Klar, natürlich. Guck mal, schöne Bilder. Also. Die ist so tot, die Frau ist so tot. Ja, ist sie tot. Man hat sie doch einen Tod gesehen. Ja, die ist jetzt gleich nur. Durch. Ich glaube nicht, dass mir da so schnell sterben. Ich spiele nicht gern Horror. Ach
Ach komm, das ist der Hasche. Ist das PT? Ja, ich will das. Ist das PT? Hasche. Die Spieluhr. Und dann in der... Das Spiel, wo der Tod ist. Das ist schon dasselbe, oder? Ich traue mich nicht, das auszusprechen, aber ich weiß, dass es hier ist. Es gibt eine Präsenz, die mich überall und gleichzeitig nirgendwo verfolgt. In den Wänden und Decken, aber auch in meinem Verstand. Es gräbt sich durch meine Gedanken und erfüllt sie mit Angst. Jeden Tag wird alles ein wenig düsterer. Gott, was geschieht mit mir? Wenn Stille herrscht, höre ich die Melodie. Leise, langsam, schön, düster, unheimlich, furchterregend und grausam. Wenn ich genau hinhöre, erreichen mich diese unmöglichen Töne und unnatürlichen Akkorde, die aus dem dunkelsten Tiefen widerhallen, ohne durch meine Ohren zu dringen. In meinen Träumen steige ich hinab zu einem unbeschreiblichen Ort, an den ich niemals gehen möchte. Wenn ich aufwache, erinnere ich mich nur noch an das Gefühl der Angst. Das Ding ist am Ende der Straße. Es ist dort. Ich weiß, dass es dort ist. Wenn das überhaupt ein Ort ist. Sie sind genau gleich. Es ist dort. Nein, es ist nicht. Es ist genau so. Es ist genauso wie dieser Ort. Dort. Das kann nicht sein. Das kann nicht von dieser Welt sein. Wenn wir es ausmachen, wollen wir zurückgehen. Passiert was? Alter, wieso erschrecke ich jedes Mal? Mensch. Jules. Oh mein Gott, wer würde solche Bilder malen? Wer ist dieser Mann? Das Bild sieht so geil aus eigentlich. Der grinst so richtig geil, wie der Joker. Ah. Sie sieht gleich ihren eigenen Tod, wetten wir. Gut. Alter, dieses scheiß... Also, warte, mach mir nur die Tür entriegeln, dass du weiterkommst. Das spielt keine Rolle für mich. Ich höre trotzdem nochmal. Okay. Ich habe irgendwie... Das ist wie PT, oder? Bist du? Jetzt gehe ich mal da runter, komme im nächsten Raum wieder rein. Und dann bin ich wieder da. Dann sehen wir wahrscheinlich... Wer ist der nächste Tode? Ja, wer ist noch gestorben? Ja. Keine Ahnung. Die Bilder haben da vorher nicht gestanden, oder? Doch, oder? Ich weiß nicht. Ist das sicher? Ich glaube nicht. Gut. Okay. Alter, die ist gefesselt. Oh mein Gott. Daniel. Was hat er mit mir zu tun? Daniel. Na komm her. Es ist hinter jeder Tür und wartet nur darauf, dass ich durchgehe. Es ist in den Rissen in der Decke und wartet darauf, dass ich hineingehe. Es ist in jedem Schatten, in jedem Winkel und jeder Ritze und warte darauf, dass ich mich abwende. Es ist in den Spiegeln und warte darauf, dass ich hineinschaue. Weiß es, dass ich mir dessen bewusst bin? Bitte, bitte sag mir, dass es das nicht tut. Nein, nein, nein. Wenn es weiß, dass ich es weiß, wird es zu mir kommen. Die Melodie verdreht und verzerrt sich, gespielt von grotesken Instrumenten. Kein Mensch hätte so etwas spielen können. Es beginnt mit einem schrecklichen, kreischenden Geräusch und verwandelt sich langsam, bis es inmitten all des Kreischens und der Qualen zu hören ist. Ich will meine Augen schließen, aber ich schlafe bereits. Ich kann nicht, ich will nicht an diesen Ort gehen. Das sind keine Albträume. Es ist mehr als das. Ich wünschte, es wären Albträume, aber die habe ich schon lange nicht mehr. Sie sind bereits vor langer Zeit gestorben. Alles, was bleibt, ist Grauen und Horror. Nur die Gegenwart und die bevorstehenden Echos des Liedes. Ich will verschwinden, das Leiden und die Qualen beenden und nie wieder etwas hören oder sehen. Ich will es nicht mehr fühlen. Ich will das nicht mehr aushalten müssen. Aber ich muss es zu Ende bringen. Ich muss es tun. Ich muss einfach. Ich muss an diesen Ort. So, pass mal auf, hä? Wake up. Alter, hier ist mal diese Scheißmusik dabei.
da irgendwas? Ach nee. Ach, anderes Bildchen. Es ist die alte Frau aus der Zeichnung von Ariadne. Es ist Ariadne. Wake up. Wake up. Okay. Es wird immer dringender, dass er so aufwacht. Ja, ich habe auch ein bisschen langsam das Gefühl, dieser Aufwacher. Ich hoffe, ich bin Freddy. Aber das anscheinend muss die ja sterben. Also jetzt sind keine Bilder mehr da. Doch, da hängen. Ja, da hängen, aber da stehen keine mehr. Da hockt jemand im Rollstuhl. Da hockt jemand auf dem Boden. Das Rollstuhl. Bist du sicher? Hm. Das Bergbau unter Tage, guck mal. Das ist sie. Wetten wir? Ja. Damn it. I fell asleep. The candles have practically melted through and the wax cylinder on the phonograph is about to run out. I saw something. I don't know what I contemplated in my dreams, but it felt so real. It almost felt like I was moving forwards, or rather downwards. But I don't know towards what. Dr. Prestigard recorded herself while she slept. I need to listen to the rest of the recording, if they're still here. Gedicht von Berenice? Berenice. Berenice, sorry. Ein Sonett, komponiert von Dr. Prestigard. Ich treibe weg, schlafend zum 100. Mal, weggetragen zu werden, trotz Widerstand. An einen anderen Ort, ein Ort in der Ferne, tiefer, friedlicher Schlummer wird mir verweigert. Das Lied, es lockt mich, zieht mich zu sich, es schreit, es führt mich in die Tiefen meines eigenen Verstandes. Ein bedrohlicher Blick ist das Einzige, das ich finde, etwas Dunkles, Unfassbares. Es können nicht nur Träume sein. Bin ich verdammt? Habe ich mich verirrt? Was ich sehe, was es bedeutet. Unendliche Weite aus Stein. Eine immerwährende Sonnenfinsternis, die Ränder einer Sonne, die nicht unsere ist. BP. Jo. Klingt doch gut. Ich glaube, das ist das Ende dieses alten Phonographens. Was ist denn das? Ja, das ist Traum 2 wahrscheinlich. Aufnahme 2 von Berenice Prestigard, ein Hartwachslinder mit Nadelgraburen. Ich muss einen Phonographen finden, der noch funktioniert, wenn ich mir das anhören will. Ach, mit dem Ja, der geht nicht mehr. Ja, ich weiß, wie immer. Klar. Hauptsächlich allgemeine Bücher über Psychiatrie. Verdammt, wenn ich nur diese Schubladen öffnen könnte. Jo. Unter diesen seltsamen Zeichnungen befindet sich eine Notiz, die besagt, Elaine, Ariadnes Schwester, sie und ihre Mutter wurden ermordet. Ariadne war noch ein Baby. Wie kann sie sich daran erinnern? Aber mit Spieluhr. Elaine. Hast du... Guck mal Inventar auf, bitte. Oh, nee. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob das Skalpell weg ist. Wenn die Schublade so öffne. Ich warte mal, vielleicht kommt die Stille. Ja, okay. Was war da drin? Gucken wir, ob im Kasten noch was ist. Nein. Nee. Oh, noch nur Card auf. Nee, Tierpräparator war nichts mehr, Künstler. Arnett, Musiker ist nur was zum Verstecken. Du bist noch Tür, aber. Die sind ja alle zu. Ja, ich weiß. Und da war die Tür mit der Party.
Party drin ist? Nicht die, ja, ne. Ja. Hier nicht wieder so lang, dann kommen sie wieder. Und wie wir da reingehen, das ist die nächste Folge. Ja, das war nur da drin. Das glaube ich, ja. Ah ne, da war der Künstler drin. Hat der Wäsch von uns drauf? Licht. Hat der Wäsch ein? Puh, guck. Ne, das ist... Ah, schade. Gesundheit. Entschuldigung. Warte, geh nochmal hin, guck, ob du die Schublade nicht doch aufkriegst. Was hab ich? Die Schublade aufkriegst. Oh, ja. Heute hörst du aber ziemlich gut schlecht, ne? Ja, du sprichst heute sehr leise, mein Hase. Das war die Tür, gell? Ja. Nix. Nee, da muss er irgendwo runter. Weil das ist ja schon. Ich renne jetzt mal nicht. Haben wir hier einen Schlüssel? Ach, stimmt, ja. Ich hab nichts gehört. Habt ihr was gehört? Ich hab nichts gehört. Auf. Es gibt nämlich viel, das ist das Problem. No. Ja, weißt du, die Frage ist, kann man diese Räumchen, wo ich gekillt wurde, hätten wir jetzt weitergehen, nämlich auch. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo weitergeht. Kann man das Leuchtfackel in den Schmeißen? Weiß ich nicht. Ist ja dafür da, um was zu erhellen, ja, was sehr, sehr dunkel ist. Also. Oh, was ist das da? Wo das. Das 8 zu. Was er drin sieht. Eine dämliche Schaufensterpuppe. Ich finde die rechte da, wo da finde ich sehr, sehr gruselig. Halt, warte mal. Kann ich da was gucken? Ja. Hier ist hier irgendwo. Mein Schlafmodus gerade aus. Das macht hier so komische Geräusche, das Spiel. Das Problem ist, da kann man ja nicht durch das zu, ne? Da hinten auch, oder? Ja.
Der Ofe kommt schon nicht durch. War Minus, ne? Doch. Warum? Hä? Ja. Nee. Da trink mal drauf, bitte. Okay. Sind da langs Rundbo, ist das ja das Rundlauf. Ja. Mm. Ja, die Frage ist, wir wollen so ein Phone-Ding. Aber vielleicht. Kann der gar nichts aufnehmen? Wir haben ja dieses Gummiband für den Aufzug, so. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich oben ein Kommando. Der Tacker. Wo ist denn der Tacker? Im Eingangsbereich. Also jetzt. Also jetzt geradeaus. So, ja. Vorne die Tür rechts nennen. Ich weiß nur nicht, wie wir da dran kommen. In der Glasscheibe. Muss jetzt geradeaus, ja. Stimmt. Auf der anderen Seite war der, gell? Mhm. Jo, probieren wir es mal. Ja, schlitzt sich ja nur. Probier's. Boah, irgendwie. Dann gehen wir in die Küche, ob es dort irgendwie weiter geht. Wo an die Küche? Da. Oh, okay. Da ist nichts drin? Nein. Oh, die Tür müsste mal rennen, dann kommen wir da die. Da die, gell? Ja. Aber die ist zu, ne? Von innen verriegelt. Sollen wir hingehen? Ja. Ernsthaft? Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir von vorne anfangen. Genau, bis zu dieser Stelle wieder weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.